Lasse ich den Zeiger gleich auf 10 stehen. Wir sehen hier überhaupt kein tatsächliches relevantes gesellschaftliches Problem. Ich sehe es eher als eine Abschaffung eines Verstoßes gegen die Menschenrechte, wenn man sich die genauer anschaut und durchliest. Und wenn man das ganze Thema der Kindererziehung, Adoption und so weiter hernimmt, dann muss man auch bedenken, wo wir derzeit im Hetero-Bereich Probleme mit Kinderbetreuung, mit Kindererziehung haben. Und wenn wir hier einen Sprung nach vorn machen in den Fragen zu der flexibleren Arbeitszeit bis zu 12 Stunden, was das für Auswirkungen auf die Kindererziehung, auf die Betreuung hat, egal ob hetero, schwule, Lesben, da machen wir uns keine Sorgen.